Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Immer wenn ich dieses Haarband auf dem Kopf habe, dann möchte ich eine Maske auflegen. Welche das sein wird oder welche das sein werden, heute nämlich im Plural, Mehrzahl. Ne? Und was ich heute einfach mit euch vorhabe, wenn euch das interessiert, dann schaut nach dem Intro das Video. Nivea ist eine Marke, die mich schon sehr lange begleitet. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, es ist eine Marke, die ich schon kenne, seitdem ich mich für Beauty interessiere. Das war so mit einer der ersten Marken. Wahrscheinlich auch, weil meine Mutter diese All-in-One-Creme immer für die Lippen im Winter benutzt hat. Oder ich weiß gar nicht, ob sonst noch Produkte. Aber ne, das war hier schon so gang und gäbe sozusagen. Und dementsprechend hat sich das dann ergeben, dass ich mich mehr für Nivea unter anderem auch interessiert habe und da Produkte getestet habe, kennengelernt habe, wie auch immer. Ich wieder hier tiptop vorbereitet. Okay, Noemi wieder hier, chaotisch pur. Ja, das ist meine Schere, die verwende ich immer, um Beauty-Produkte aufzuschneiden. Genau, und ich liebe auch Rosenduft. Ich habe die beiden Produkte jetzt in Ungarn gekauft, ne? Wie ihr schon gesehen habt, einmal die Tuchmaske und einmal die dazu passenden Augenpads. Das wollen wir heute in einem doppelten Live-Test ausprobieren sozusagen. Schneiden wir mal auf. Ich versuche dann immer möglichst nicht in den Markennamen oder so reinzuschneiden, dass man auch hinterher noch sehen kann, was für ein Produkt das ist. Ja, es ist mir gelungen, Leute. Ich öffne die Maske und mir kommt ein reichhaltiger, blumiger und cremiger Duft entgegen. Mega. Ui, und ich sehe auch, die ist sehr reich mit Serum getränkt, also da ist auch noch Serum drin. Das schauen wir uns aber später an. So sieht die Maske aus, wenn sie zu ist. Ich werde sie jetzt erstmal entfalten und werde euch dann zum Masken-Live-Test mitnehmen. Ich habe jetzt die Maske drauf, so beim näheren Riechen, man merkt auch diesen richtig schönen Nivea-Duft. Ne? Man muss ihn natürlich auch mögen. Ich mag ihn sehr gerne. Den riecht man hier jetzt nicht so extrem raus, aber man weiß, dass es ein Produkt von Nivea ist. Ja, ich lasse die Maske jetzt mal so eine Viertelstunde einwirken in etwa und dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Meine Lieben, die Maske kommt jetzt ab. Da bin ich. Jung und strahlend schön, wie eh und je. Nein, die Maske ließ sich ganz gut anpassen. Und das will bei einer Tuchmaske was heißen. Ich finde sie. Oh, voilà. Ich finde sie so gut, dass ich sie erstmal runterschmeiße. Ja, ich fand sie wirklich nicht schlecht. Sie ist nicht gerutscht, war da, wo sie sein soll. Jetzt haben wir hier Serum drauf. Auch wenn das natürlich irgendwo Schwachsinn ist, ich wasche mir das immer bei so einer Tuchmaske ab und mache mir dann eine Ampulle drauf. Deswegen sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. So, wir tragen jetzt gemeinsam das Serum auf. Das ist jetzt nicht von Nivea, das ist eine andere Ampulle, deswegen zeige ich sie auch nicht. Das ist so eine Art Pflegestep zwischendrin. Ich habe vorher die Haut mal gefühlt, ein bisschen klebrig war sie. Und das, obwohl ich das Serum abgewaschen habe, das ist so das einzige Manko.
Geht aber vielleicht auch vorbei, ich weiß es nicht. Ja, und ich hatte aber ein angenehmes, glattes Gefühl. Die Haut war prall mit Feuchtigkeit versorgt, hat nicht gespannt oder war nicht unangenehm oder so, dass ich jetzt sagen würde, ne, furchtbar geht gar nicht. Also fand ich schon auf jeden Fall gut. Ne, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich die Maske nochmal verwende oder nicht. Ich fand sie nicht schlecht. Ich kann sie jedem empfehlen, der die Marke mal testen möchte oder der mal eine Tuchmaske ausprobieren möchte. Ich finde sie nicht schlecht. Im Aufgebraucht würde sie wahrscheinlich eine 2,5 kriegen von 4. Also sprich ein gutes Produkt, beziehungsweise ein okayes Produkt, aber zum Wow-Top-Produkt hat es halt noch nicht gereicht. So. Und jetzt machen wir gleich mit den Augenpads weiter. Mal gucken, wie die sind. Ich habe mal die Verpackung, die äußere zumindest, weggemacht. Die sind in so einem Plastik-Schälchen, sag ich mal, drin. Wartet mal. Ach genau. Hier oben seht ihr diese Clips. Da könnt ihr das und das auseinanderziehen. So, das ist hier ein richtiges Geschmiere. Und wir haben hier auch noch so Plastikteile dazwischen. Das finde ich ja wundervoll. Wenn ich ehrlich bin, regt mich das sehr auf. Ja, also so sieht ein Augenpad schon mal aus auf so einem Plastikding. Das sind so gewöhnliche flutschige iPads, wie wir sie in der Regel gewohnt sind, sage ich mal. Die sind auch reich mit Serum getränkt, da gibt es mal nichts zu sagen. Und ich versuche, diese flutschigen kleinen Biester mal auf mein Gesicht zu bekommen. Hatte ich jetzt eine Weile drauf. Schwupps und schwupps haben wir sie abgemacht. Ich lege sie mal hier wieder hinein, beziehungsweise irgendwie so. Also was ich zuerst mal anmerken möchte, das ist wirklich unnötig viel Plastikmüll. Nicht nur, dass wir hier die Plastikverpackung, die Außenverpackung haben, sondern wir haben, lass mich kurz gucken, drei oder vier solche Folien zwischen den Augenpads. Okay, verstehe ich, dass sie nicht aneinander kleben sollen, aber es ist trotzdem mega unnötig. Das kann man auch anders regeln. Dann haben wir dieses Schichtelchen hier oben und unten, wo die Augenpads drin sind. Und zusätzlich eben noch die Außenverpackung, die wir ja sowieso hätten. Aber Leute, das geht echt gar nicht. Also überlegt mal hier, für eine Augenpad-Anwendung habe ich hier, weiß ich nicht, Müll für 20. Ja, stellt euch mal vor, ich würde mir 10 Packungen davon kaufen und würde mir das dann so alle paar Tage machen. Was hätte ich denn da für einen Müll? Ja, also, das geht gar nicht, Leute. Naja. Meine Augenpartie fühlt sich auf jeden Fall frisch an. Was ich jetzt so zu bemängeln habe, ist, also es ist angenehm, ne? Die Augenpartie fühlt sich gekühlt an, geboostet, frisch. Ich werde das Serum von den Augenpads auch drauf lassen, so ist es nicht. Aber dadurch, dass das so Gel-Augenpads sind, bei manchen ist es schlimmer, bei manchen weniger schlimm. Bei denen hier ist es leider relativ extrem. Deswegen muss ich das leider erwähnen. Ich hatte wirklich das Gefühl, die fallen mir jeden Moment runter. Ich musste mich dann irgendwie ins Bett legen. Ist klar, dass man mit denen keinen Hochleistungssport machen kann und damit kein Marathon läuft. Ne? Aber so ein bisschen halten sollten sie dann doch schon. Oder zumindest so tun, als würden sie es. Und deswegen, das war so das eine Ding. Gerochen haben sie auf jeden Fall angenehm.
angepasst werden, konnten sie auch gut, Pflege war gut. Denen würde ich auch so eine 2,5 geben. Ne? Nicht besonders schlecht, aber halt auch kein Wow-Produkt. Also als Gesamtfazit für dieses Video, für diesen Live-Test können wir festhalten, diese beiden Produkte, die ja aus derselben Reihe stammen, sind nett. Aber ich für meinen Geschmack brauche sie nicht mehr. Genau. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein liebes Feedback in den Kommentaren freuen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert jetzt sehr gerne meinen Kanal und schaut auch bei mir auf Instagram vorbei. Dort poste ich ja ziemlich oft Beauty-Neuheiten, was ich neu gekauft oder aufgebraucht habe und so weiter. Wenn euch das interessiert, dann folgt mir wirklich sehr gerne. Ich setze euch den Instagram-Link in die Videobeschreibung runter. Da könnt ihr mich dann ja verfolgen sozusagen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Fühlt euch ganz doll umarmt und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.